Ich habe vor einiger Zeit eine Wendeltreppe gemacht, die man einfach in der Höhe ziehen kann und die Stufen rechnen sich weiter. Über 2 mal h plus b ist 63. Und dann habe ich aufgehört, weil mir folgender Gedanke gekommen ist. Eigentlich wäre es doch gut, wenn man einfach an einer beliebigen Stufe ein Podest einbauen könnte, so wie ich das jetzt hier simuliere. Das heißt, hier mit dieser Regel nicht, dass man immer 63 cm weit geht, bevor man weitergeht, damit man keine Zwischenstufen machen möchten muss. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob im normalen Stiegenmodul diese Funktionalität eingebaut ist. Aber ich denke, sind viel zu viele Regeln eingebaut. Wenn ich hier mal reingehe, was ich hier alles einstellen muss, das ist komplett unübersichtlich. In Wirklichkeit brauche ich ja nur die Geschosshöhe, die maximale Stufenhöhe und der Rest muss sich über das Schrittmaß, über die 63 cm komplett alleine rechnen. Das bedeutet aber auch, dass ich natürlich nicht sehr flexibel bin, denn wenn ich das nochmal kurz zeige, gehe nochmal zurück. Wenn ich hier an der Geschosshöhe etwas ändere, man sieht, wie der springt. Das heißt, sobald es über die 18 cm Höhe rausgeht, springt es auf die nächste Stufe. Aber das bedeutet, dass ich immer Stiegen baue, die auch funktionieren, wo ich nicht in Schwierigkeiten komme, dass man wie bei der Elbphilharmonie bei irgendwelchen Stufen dann stolpert, weil dieses Maß 63 cm zweimal Höhe plus Auftrittsbreite gibt 63 cm, weil das nicht stimmt. Oder weil etwas mit dem Podest nicht stimmt. Das heißt, ich bin ein Vertreter davon, von dieser digitalen Methode, dass es nach diesen Regeln immer, dass jede Stufe so ist und dass keine Flexibilität drinnen ist. Oder zumindest eine ganz minimale. Man könnte das ja einfach regeln, indem man sagt, diese Stufenbreite, da gebe ich jetzt einen Zentimeter hinzu oder einen Zentimeter weg, so wie es eben in der Önorm zum Beispiel auch drinnen steht, plus minus 3 cm oder 2 cm, ich weiß nicht mehr genau, glaube plus minus 3 cm. Das könnte man sehr, sehr einfach machen. Und was auch machbar wäre, ich meine, ich habe das jetzt in einer geraden Stiege simuliert. Das heißt, diese Berechnung bezieht sich ja immer auf die G-Linie. Wenn ich so eine Stufe biege, dann müsste diese Berechnung immer genau in der G-Linie, auch übers Podest hinweg, funktionieren. Das heißt, wenn ich hier eine Stiege bauen würde, die sozusagen wieder zurückläuft, mit einem Podest, wo man rundherum gehen muss, dann müsste man über die G-Linie, die hier, wo die meisten Leute wirklich gehen, diese Vervielfältigung von 63 müsste auch über die G-Linie hinweg funktionieren, egal wie die Stiege gebogen ist. Und auch da bin ich mir derzeit beim jetzigen Stiegenmodul einfach nicht sicher, ob es das macht. Das heißt, es sollte von der Grundlage her immer alles von der G-Linie ausgehen. Auch die ganzen Verwendungen und so weiter. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Stiegenmodul das wirklich macht. Es ist einfach zu undurchsichtig. Also ich vertraue dem Ding eigentlich nicht wirklich. Für mich, ich habe das jetzt doch einige Jahre schon getestet, seit es es gibt. Für mich gehört eigentlich das Stiegenmodul auf dieser Grundlage, die ich hierher einfach einmal mit ein paar GTL-Befehlen geschaffen habe, ganz einfach nachvollziehbar noch einmal durchprogrammiert. Es tut mir leid, aber ich halte von dem jetzigen Stiegenmodul. Es hat gute Seiten auch, aber von der Grundlage her halte ich es für nicht gut. Außerdem, es überfrachtet mich mit viel zu viel Arbeit, dass ich hier ordentliche Stiegen zusammenbringe. Es müsste viel, viel mehr direkt in der Zeichnung passieren könnte, von den Grundlagen her. Dann später, wenn es eingesetzt wird, kann ich sehr, sehr viel verziehen. Das ist wieder sehr gut. Aber von den Grundlagen her, da habe ich starke Zweifel, nach wie vor. Das muss ich wirklich sagen. Gut, schöne Tage.